Ich habe mir wieder ein neues Handy geholt. Und zwar nach 5 Jahren jetzt war es mal wieder Zeit, sich was Neues zu gönnen. Und zwar habe ich mir dieses Ukitel WP15S geholt. Vor ein paar Tagen hat es noch 204 € gekostet. Ja. Aber ich finde, es ist jeden Cent wert. Ja. Allein schon beim Akku. Das ist das alte Ukitel. Und das neue ist Gott sei Dank auch wieder Ukitel. Und ich hoffe wirklich, also aufgrund der Marke, ja, weil da ja auch schon wieder 5 Jahre gehalten hat und er ist immer noch nicht kaputt. Aber es ist halt veraltet. Das ist blöd daran. Auch der Akku ist immer noch top bei dem alten. Aber die Android-Version von Version 7, das merke ich immer wieder. Ne? Also die Apps funktionieren nicht richtig. Animationen werden manchmal nicht angezeigt. Bei meiner Homebanking-App zum Beispiel. Die Anfangssequenz, da wird immer so eine Animation angezeigt bei dem neuen Handy. Bei dem alten wird da gar nichts angezeigt, nur ein schwarzer Bildschirm und das war's. Und danach kommt die App selber. Aber ja, oder zum Beispiel das hier, ne? Wenn ich das hier verbinde, diesen Bluetooth-Empfänger, dann, ja, dann sehe ich auf dem alten Handy nicht den Akkustand. Bei dem neuen Handy sehe ich den Akkustand. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber das fällt auf. Es fällt komplett auf. Und ich will gar nicht wissen, wie viele andere Apps auch noch darunter leiden, dass das Handy veraltet ist. Ja, manchmal steht da, App wird beendet und so. Und ich weiß jetzt nicht genau, liegt das an der Android-Version oder was auch immer. Aber Fakt ist, Android 7 ist einfach veraltet. Das reicht einfach. Ne? Ich muss nicht auch noch hinterher gucken, ob ich noch irgendwas verbessern kann. Das ist Blödsinn. Ne? Deswegen habe ich mir gleich das Neues geholt. Und Android 11 ist jetzt ziemlich neu. Ich glaube, Android 12 ist noch aktueller, aber 11 reicht mir auch. Also das ist schon, läuft super hier. Und was halt wichtig war für mich auch, dass der interne Speicher nicht zu gering ausfällt, weil das alte Handy hat 32 GB intern. Und ja, ich habe 24 von 25 GB belegt und Clean Master kann leider nichts mehr machen. Also ich kann diese temporären Dateien und die mal erzeugt werden, zum Beispiel durch YouTube. Ja, die macht er weg, aber es wird trotzdem nicht weniger. Das heißt also, die Apps werden immer größer und größer und größer, die blähen sich immer mal auf. Und ja, da ich leider zwei SIM-Karten habe, kann ich jetzt keine Speicherkarte mehr einbauen. Deswegen, ja. Aber ich muss sagen, die 128 GB, das gibt, glaube ich, auch noch so eine Version, die WP15. Das ist dann, glaube ich, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB. Aber das wäre mir auch zu viel. Das brauche ich gar nicht. Nee, wäre mir auch zu teuer gewesen. Aber 204 € ist ein Top-Preis, wie ich finde. Zu den Bewertungen komme ich hier gleich. Ja, warum da hier 3 Sterne stehen? Ja, das wird interessant gleich. Ja. Okay, also wie gesagt, der interne Speicher bei dem, da konnte ich nichts so machen. Ja, ich würde auch nie wieder ein Handy kaufen, das unter 64 GB hat. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Die Apps sind einfach zu gierig. Oder ich müsste halt das irgendwie anders managen, ja, mit den SIM-Karten. Aber ich schwenke mal kurz rüber zu dem Alternativ-Handy, was jetzt zeitgleich auch auf dem Markt ist. Und zwar ist das das Hot Wave W10 mit 15.000 mAh. Und leider nur 32 GB. Das ist für mich der Flaschenhals, der No-Go-Flaschenhals. Deswegen, ich würde das nicht kaufen. Habe schon darüber nachgedacht, weil hier ein Kopfhörer Anschluss ist. Den hat meins hier nicht mehr, das neue. Der hat keinen Kopfhöreranschluss, obwohl es bei YouTube genauso angepriesen wird. Das ist eigentlich nicht in Ordnung so. Ja? Das Headphone Jack Haken? Nee, kein Haken. Ja. Und es ist auch kein USB-OTG-Kabel dabei gewesen, das irgendwie das Typ C auf Kopfhörer umwandelt. War auch kein Kabel dabei, das ist auch blöd. Ja, also ein paar Sachen muss ich mir schon schönreden, ja, gebe ich zu, aber es gibt das perfekte Handy, für mich gibt es eh nicht. Das gibt es aber nicht. Ja, also perfekt wäre es halt gewesen, jetzt zum Beispiel diese Eigenschaft der Kopfhörer auf dieses Handy und, ja. Also dafür spart man bei dem jetzt nochmal 20 €. Also kostet das Hot Wave W10 jetzt 180 €. Also wenn jemand sowieso nur eine SIM-Karte hat und eine Speicherkarte, dann ist das für ihn eigentlich günstiger. Ja. 180 € mit so einem fetten Akku? Nicht schlecht.
Und ich glaube, diese Handys sind jetzt ziemlich brandneu. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Nur die Blackviews war und die ganzen anderen, die waren standardmäßig immer im Angebot, aber diese und das an, also mein eigenes und dieses Hotwave, die sind ganz neu. Müssen so 1, 2 Monate erst im Angebot sein. Ja, das wäre auch interessant für diejenigen von euch, die vielleicht auch Interesse haben an sowas. Aber viel Auswahl hat man nicht. In diesem Preissegment um die 200 Euro gibt es halt nur die zwei eigentlich. Ich habe da nichts anderes gefunden. Und bei dem hat man auch noch Android 12, auch noch. Ne? Also, ne? Okay, ich würde kurz nochmal zurückgehen zu meinem eigenen. Und zwar hier zu den 2-Sterne-Bewertungen. So, hier sind wir bei den Bewertungen. Also 5 Sterne hat der hier gegeben, ja. Sultan hat 5 Sterne gegeben, steht auch verifizierter Kauf, alles bestens. Das Modell stimmt auch, also weiß ich, aha, am 1. September hat Sultan genau dieses Produkt bewertet, mit 5 Sternen. Jetzt gehe ich auf 1 Stern, gucke, weil hier steht ja nichts anderes, alle Rezensionen anzeigen. Ja, es gibt nur diese eine Rezension. Das heißt also, wenn ich jetzt auf 1 Stern gehe, steht, leider stimmen keine Rezensionen mit ihrer derzeitigen Auswahl überein. Das ist auch falsch geschrieben, das heißt mit ihrer derzeitigen Auswahl. Naja, überein. Das heißt also, die darf da gar nicht drinstehen, die 1-Sterne-Bewertung. Die darf da gar nicht drinstehen, weil das bezieht sich ja nicht auf dieses Handy. Das bezieht sich auf ein Handy, das vorher drin stand, in demselben Angebot. Das machen die Verkäufer immer wieder, ne? Und dadurch verwirren sie einen nur noch mehr. Das ist nicht in Ordnung, das macht keinen Spaß. Ich hab mich mal bei Amazon beschwert und gesagt, die sollen das mal abändern, weil das ist total irreführend, wenn ich Bewertungen hier in einem Angebot habe, dass das total unpassend ist. Weil hier wird die Bewertung von 5 auf 3 runter reduziert und Ukitel schadet sich selber dadurch, dass hier die Bewertung komplett falsch drin steht. Amazon schadet sich selber auch dadurch, dass weniger Leute das dann kaufen, weil sie vielleicht nicht genau hingucken. Also ich gucke immer genau hin. Ja? Ich gucke immer genau hin, was da los ist. Und wenn ich dann sowas sehe, dann denke ich mir, oh je, schon wieder eine Bewertung, die gar nicht da hingehört. Ja? Ich weiß auch nicht, was die Verkäufer davon haben, wenn sie ein bestehendes Angebot einfach abändern und dann ein anderes daraus machen. Ich verstehe es nicht. Bei eBay ist es genauso. Machen die auch da bei eBay. Sollte wirklich verboten werden, komplett verboten werden, weil das ist nicht hilfreich. Also, wenn man die also wegmacht, die 1 Sterne, bleiben nur noch 5 Sterne übrig. Noch 5 Sterne übrig. Tja, also darauf müsst ihr wirklich achten, Leute. Dadurch werden Bewertungen komplett verfälscht und man weiß gar nicht mehr, was überhaupt noch dann wahr ist und was nicht wahr ist. Okay, zu dem Handy selber, es ist sehr laut. Genau, und die LED ist auch sehr, sehr hell, ja, 4 LEDs. Und jetzt mal zur Lautstärke. Es ist sogar zu laut, ehrlich gesagt. Wenn ich also auf Maximum stelle, das ist unangenehm. Ja. Vielleicht in einem Raum, ja, etwas weiter weg, ist okay so, aber jetzt, wenn ich das hier vor mir habe, spiele ich mal vor. Also nicht ganz aufdrehen, das ist sehr unangenehm. Aber wenn man es auf normalen Lautstärke stellt, ist okay. Okay, so viel dazu. Es gibt noch ein anderes Handy. Das ist das Spitzenmodell, auch wieder von Ukitel, aber 500 Euro. Also das möchte ich mir jetzt nicht leisten, weil mir das einfach zu teuer ist. Oh, 5 Sterne. Wow, 5 Sterne. Und niemand beschwert sich. Und keine falschen Bewertungen, immerhin. Also das ist wirklich das Spitzen-Supermodell, das Flaggschiff wahrscheinlich, kann man dazu sagen. Sieht auch ziemlich cool aus hier. Ja.
21.000 mAh. Wow. 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher. 33 Watt Schnellladung. Ja. Also rein von der Marke her will ich sofort zuschlagen. Ja. Das ist wirklich meine neue Marke des Vertrauens, so wie Samsung auch. Mal gucken, was die Bewertungen sagen. Oha, nur 5 Sterne Bewertungen, tatsächlich. Genau wie es da steht. Auch aus dem Ausland. Italienische Bewertungen, auch alles. Perfetto. Buon prodotto. Ich sag mal so, wenn es 250 gekostet hätte, hätte ich es mir auch geholt. Ja? Wow, 21.000. Wahnsinn. Sieht auch cool aus, muss ich sagen. Irgendwie hat was. Ja? Nicht schlecht. Ich glaube, einen noch größeren Akku habe ich auch nicht gefunden. Gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Nee. Ach ja, und was Okitel auch hat inzwischen. Also ich habe den Eindruck, Okitel ist eine sehr große Marke oder eine sehr große Marke geworden, weil es gibt auch Tablets inzwischen von Okitel. Die gab es früher gar nicht. Das hier. Und das gab es bei eBay neulich für 242 Euro. Vielleicht hole ich mir nochmal so ein Ding. Weil mein Tablet ist auch total veraltet. Das eine, was ich noch habe, ja. Also die Android-Version ist wirklich sehr wichtig, Leute. Manche Apps, YouTube zum Beispiel, wenn ihr ein Tablet habt mit Android 4.2, wird das nicht funktionieren, die YouTube-App. Die wird komplett ausgegrenzt und sagen, nee, die Android-Version ist mir zu alt. Okay, also das ist auch interessant hier, ja. Nicht schlecht. Okay, alles klar. Also darauf wollte ich mal hinweisen. Und ja, bin mal gespannt, was für Produkte in Zukunft noch dazukommen. Aber ich denke mal, ich werde dann bei Okitel auch bleiben, weil ich habe da auch keinen Bock auf irgendwelche Experimente. Ja, muss nicht sein. Und ja. Okay. So viel dazu. Wenn noch irgendwelche Fragen sind zu meinem Handy, dann könnt ihr gerne fragen. Und bis dann.